herzlich willkommen zu einem weiteren Testbericht auf meinem YouTube-Channel. Heute habe ich ein ganz besonders schönes Stück hier. Und zwar ist das die Paul's Guitar SE. SE ist die Serie von Paul Reed Smith, die in, jetzt muss ich gucken, Indonesien gefertigt wird. Mittlerweile, früher war es Korea, jetzt ist es Indonesien. Und Paul's Guitar ist das Modell, was momentan der Paul Reed Smith, also der Chef selber, am geilsten findet, beziehungsweise wie er eine Gitarre konstruieren würde, wenn er das selber machen würde. Da gibt es ein paar Spezialitäten. Grundsätzlich ist das in Richtung Les Paul. Es ist zwar Double Cut, ja, aber die Hölzer sind komplett Les Paul. Das heißt, du hast einen Mahagoni Body, du hast eine Ahorndecke und sogar einen Mahagoni Hals und zwei Humbucker, die auch in Richtung Les Paul Style klingen. Was ist anders? Die Brücke, das ist eine One-Piece-Brücke und die ist nicht hier hinten festgemacht, sondern die Strings, also die Saiten, werden hier rum gemacht und werden hier drin praktisch festgehalten. Mal gucken, ob man das auf der anderen Kamera sehen kann hier. Ja, da kann man das sehr gut sehen. Ja, hier sind die Ball-Ends drin und die werden hier praktisch so rumgewickelt, die Saiten. Dann, was man nicht ganz so gut sehen kann, das ist vielleicht hier doch, wo die Saiten drüber laufen, das müsste, was ist das, Kupfer oder Messing sein. Ich habe nicht genau gelesen, Brass, ich weiß es nicht genau auf Englisch. Auf jeden Fall ist es nicht dieses Edelstahl, aus was die Brücke gemacht ist, sondern das läuft über ein anderes Material. Und Paul sagt, also Paul Reed Smith sagt, das würde besser klingen und hätte bessere Ansprache. Kann ich bis jetzt bestätigen, die Gitarre hat eine unglaubliche Ansprache. Also wenn du hier jetzt mal die Saite leer anschlägst, ohne Verstärkung. Das ist so richtig schön drahtig. Bam! Ja, also. Ewiges Sustain. Schwingt einfach, ja. So, ich sag euch mal am Schluss des Tests, wie viel diese Gitarre kostet. Denn rein von der Optik her, guckst du dir mal diese wunderschöne Decke an. Ja? Ich schalte die mal hier in die Kamera. Wow, ja, ich meine, das sieht richtig gut aus. Jetzt gibt es hier einen kleinen Trick. Du siehst ja, dass es jetzt nicht eine PAS aus USA ist, die halt irgendwie 4000 Euro kostet, wird schon weniger kosten, ne? Und ist in Indonesien gefertigt. Die machen einen Trick, das ist zwar eine richtig dicke Ahorndecke, du siehst es hier, ja, da ist, hier ist die Decke, ja, die ist schon ziemlich dick, ein Zentimeter oder sogar ein bisschen mehr, aber die Decke hier, die du siehst, also dieses wunderschöne Flame Maple, das ist ein hauchdünnes Furnier, was auf eine, ich sag jetzt mal, hässliche Ahorndecke, also ein ganz normales Stück Ahorn, aufgeleimt wird. Ja, also das ist ein Furnier, was auf die Ahorndecke geleimt wird und die Ahorndecke wird praktisch auf den Mahagoni-Korpus geleimt, der wahrscheinlich zwischen 2- und 3-teilig ist. Die teuren PAS haben dann durchaus auch mal einen Mahagoni-Korpus, der One-Piece ist. Ja? Und auch der Hals unterschiedlich. Die teuren haben Quarter-Sawn. Das bedeutet, das Holz wird an einer ganz bestimmten Stelle, in einem ganz bestimmten Winkel rausgeschnitten, dass die Jahresringe praktisch die Stabilität verbessern. Allerdings ist dann der Verschnitt auch höher und man kriegt nicht so viele Hälse aus einem Baumstamm. Das geht effektiver, wenn man das nicht Quarter-Sawn macht. Und der ist halt nicht Quarter-Sawn. Trotzdem, die Gitarre hat hochwertige Komponenten. Pickups sind auch Fernost-Fertigung, soweit ich das sehe. Und ja, lass uns einfach mal ein paar Sounds hören. Ich habe hier meinen Marshall SV20H, also der Studio Plexi. Und wir spielen einfach mal so ein paar Rock-Dinger, ne? Seitentrennung mal probieren hier.
Amerika zurückdrehen. Probieren wir mal. Noch einen draufsetzen und machen einen Tube Screamer dazu an. Okay, lass uns mal den Hals-Humbucker hier hören. Das wäre eben alles Steg-Humbucker. Die singt die Gitarre, ne? Geiler Rocksound, die singt, Halshumbucker, flötet schön, sage ich immer. Und jetzt haben wir ja hier noch so zwei kleine Schalterchen, von denen du dich bestimmt schon gefragt hast, für was sind die? Ja, mit denen kann man die Pickups jeweils splitten. Das heißt, wenn ich die beide aktiviere hier, also nach oben drücke, habe ich jetzt hier Single Coil, Single Coil. Und dann hören wir mal, wie das klingt. Volumenregler zurück, das war Hals-Pickup. Und der Steg. Vergleich, Single Coil und Humbucker. Single Coil, Humbucker. Single Coil. Und auch mal zusammen hier. Schon so telemäßig, ne? So, das war jetzt der Marshall und jetzt machen wir mal den Soldano an. Ja, Soldano SLO 30 und hören uns mal die Sounds damit an. Da muss ich hier kurz rumschalten. Und den Soldano auf Clean. Habe ich jetzt wirklich auf Clean, ja? Und ich mache auch hier mal kurz den Tube Screamer aus und den Kompressor an. Und wir hören mal die Position von eben, also die Mittelstellung, Funky. Nur Hals. Ja, klingt sogar funky, ne? Single Note. Okay, das war der falsche Endton. Gut, hören wir mal normales Strumming. Vielleicht in der Mittelposition. Mal Kompressor mal aus.
Jazz-Sound, Humbucker wieder an. Vielleicht ein bisschen Tonregler zurück. Jazz kann sie auch. Machen wir mal den Soldano auf volle Power. Und den Tube Screamer wieder an. Und haben wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen ein Metal-Brett oder sowas, ja? Okay, das war ein Riff aus meinem Kurs Heavy Metal Rhythm Guitar und das war der Song Kuckucksuhr. Wenn dich das interessiert, Beschreibung findest du das oder einfach auf gitarrenlehreronline.de, Kursangebot oder Kurse und Soundpacks heißt es mittlerweile, da findest du den Metal Kurs. Das sind auch nochmal die MP3s von einigen von den Songs, wo du reinhören kannst. Nebenbei ein bisschen Schleichwerbung, hat noch nie jemanden geschafft. Okay, also die Paul's Guitar SE. Was soll ich von der Paul's Guitar SE halten? Ich muss ganz ehrlich sagen, die hat mich umgehauen. Ja, ich habe die ganz normal hier bei Thomann gekauft. Das siehst du auch hier. PRS SE Paul's Guitar Aqua. Keine Prozente gekriegt. Das Einzige, was ist, wenn du die jetzt bestellst über den Link, der unten ist, dann krieg ich ein paar Prozente. Das kriege ich aber bei allen Gitarren, die du über den Link kaufst. Also nicht nur für die, sondern für alle, ist egal welche. Und da Thomann eh alle Gitarren hat, glaube ich. Ich glaube nicht, dass irgendeine Marke nicht haben. Ist es egal. Also die Gitarre, alle Achtung. Kurz was zur Verarbeitung. Fast alle anderen Hersteller, außer vielleicht Ibanez und ja noch ein paar andere, aber fast alle anderen Hersteller, vor allem Harley Benton und Fender, sollten sich bitte mal die Verarbeitung dieser Gitarre angucken. Da ist noch nicht ein kleines Mäckchen irgendwo. Noch nicht eine kleine Unsauberkeit. Die Gitarre ist von vorne bis hinten 100% perfekt verarbeitet. Da gibt es sonst nichts dazu zu sagen. Sogar der Sattel ist so gekerbt, dass ich den nicht zum Gitarrenbauer bringe. Und wenn ihr den Channel länger guckt, dann wisst ihr, wie pingelig ich da bin. Die Gitarre lasse ich genauso, wie sie aus dem Koffer kam. Ich musste nichts einstellen. Wobei, doch, den Steg-Pickup habe ich ein kleines bisschen weiter runter gemacht. Das war alles. Aber das ist ja auch Geschmackssache. So, die Pullis sind schön leichtgängig. Die Schalter scheinen hohe Qualität zu sein. Die Buchse ist ordentlich festgeschraubt. Diese Inlays, Leute, diese Inlays sind der Hammer für eine Gitarre in dieser Preisklasse. Wahrscheinlich ist es kein echtes Perloid, ja. Aber es ist richtig gut. So. Was gefällt mir nicht? Es gibt was mir nicht gefällt. Sie hätten die Mechaniken meiner Ansicht nach locking machen können. Das sind so Vintage-Dinger, ja? Und ich bin kein Vintage-Freak bei Mechaniken. Aber ja, irgendwo müssen sie ja auch sparen. Und jetzt sage ich, was die Gitarre kostet. 899 Euro. Ihr habt es wahrscheinlich eben schon auf dem Bildschirm gesehen. 899 Euro und das finde ich gigantisch. Die gibt es auch in Amber. Meine Farbe ist Aqua. Und es gibt sie auch in Amber. Ich finde sie in Amber so geil. Ich habe die gesehen da und musste die einfach bestellen. Ja, ich habe die einfach so bestellt und eigentlich dachte ich nur, ich mache einen Test und schicke sie zurück. Aber nee. Die bleibt hier. Mal davon abgesehen, ist die ziemlich leicht. Ich habe sie nicht gewogen, aber ich schätze mal, mehr als 3 Kilo hat sie auf gar keinen Fall. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Flexible Schaltung. Absolut perfekte Verarbeitung, diese Brücke hier scheint richtig geil Sound zu bringen.
ist auch hier ein bisschen abgeflacht. Für die Strat-Spieler unter euch lässt sich gut spielen. Natürlich nicht ganz so komfortabel wie eine Strat von der Auflage hier, weil hier dieser Knubbel ist von dem Dings, ja. Und ja, Paul's Guitar SE Aqua. Wer auf die Form steht, wer schon immer eine PRS wollte und nicht wusste, welche, die. Einfach geil. So, das hört sich jetzt nach einem Test an, der bezahlt wurde von jemandem, aber er ist es nicht. Tatsächlich, ich habe die Gitarre einfach bei Thomann gekauft. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich euch erzähle, dass die Gitarre geil ist, aber sie ist geil. Was soll ich sagen? Bestell sie dir, du kannst sie ja zurückschicken, falls dich sowas interessiert. Das Ding ist richtig geil. Für 899 Euro. Inklusive einem ziemlich geilen Gigbag, davon abgesehen. Und ja, in diesem Sinne, das war's zu diesem Test. Paul's Guitar SE. Und wenn dir das gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Unten findest du ein paar Links zu meiner Webpage, wo du Gitarre spielen lernen kannst oder dein vorhandenes Wissen erweitern kannst. 18 Kurse mit über 500 Lektionen mittlerweile. Fragen in die Comments und ansonsten Kanal abonnieren, wenn du mehr von solchen Videos sehen willst. Bis dann, mach's gut und tschüss. Danke fürs Zuschauen.